weißt du denn so? Außerdem hatten wir 10 Uhr gesagt und jetzt ist es schon fast 12. Deine Schürze! Ich dachte, wir kochen heute vegan. Ach so, das meinst du. Weil du zu spät warst, habe ich schon mal angefangen, die rote Beete vorzubereiten. Für unseren Powersalat aus dem Epcot. Hallo nochmal und herzlich willkommen. Heute machen wir gemeinsam einen Powersalat mit roter Beete. Rote Beete ist eine richtige Powerknolle. Sie enthält viele Mineralien und Nährstoffe und fördert die Durchblutung und führt so zu mehr Leistungsfähigkeit im Alltag. Mit roter Beete kann man sogar abnehmen, weil sie den Fettstoffwechsel anregt. Dieses tolle Rezept habe ich euch mitgebracht aus dem Restaurant Sunshine Seasons in Epcot's Future World. Weil Mickey vorhin so spät dran war und ich nachher noch was vorhabe, habe ich vorhin schon mal die rote Beete vorbereitet. Dafür habe ich die rote Beete gesäubert. Dabei müsst ihr darauf achten, dass man die Knolle nicht verletzt. Sie blutet sonst beim Garen aus. Nach dem Waschen habe ich sie mit etwas Öl eingerieben und in Alufolie mit der glänzenden Seite nach innen eingewickelt. In den kalten Backofen gegeben und bei 225 Grad etwa 60 Minuten gegart. Dann habe ich noch die Süßkartoffeln vorbereitet. Die Süßkartoffeln haben dann etwa für 15 Minuten gekocht. Nach einer Stunde habe ich den Gargrad der roten Beete überprüft, indem ich sie mit einem Messer durchstochen habe. Wenn das Messer leicht eintritt, ist die rote Beete fertig. Als die rote Beete etwas abgekühlt war, habe ich sie geschält und geschnitten. Dafür habe ich Gummihandschuhe angezogen und das Hackbrett habe ich dafür in Folie eingewickelt, weil der Saft der roten Beete Flecken macht, die man nicht mehr wegbekommt. Dann wurde ich von Mickey überrascht. Und was da passiert ist, na, das habt ihr ja gesehen. Außer der roten Beete und den Süßkartoffeln brauchen wir noch folgende Zutaten: Zitronensaft, Zucker und Salz zum Marinieren, 300 Gramm gemischten Salat, eine halbe Tasse Walnüsse und 50 Milliliter Wasser, 50 Gramm Zucker zum Kandieren, Käsetaler, etwas braunen Zucker zum Brulieren, für die Vinaigrette 2 Esslöffel Ahornsirup, 1 Esslöffel Dijon-Senf, 3 Esslöffel Sherry oder Rotweinessig, eine halbe rote Zwiebel, einen halben Teelöffel Salz, ein Viertel Teelöffel gemahlenen schwarzen Pfeffer und 6 Esslöffel Olivenöl. Zum Garnieren nehmen wir Granatapfelkerne und essbare Blumen. Als erstes mache ich die Marinade für die rote Beete. Dafür presse ich den Saft einer halben Zitrone aus. Gebe etwas Zucker dazu und etwas Salz. Mixe das Ganze kurz durch und gieße es über die rote Beete. Die rote Beete stelle ich dann zum Durchziehen in den Kühlschrank. Als nächstes mache ich kandierte Walnüsse. Da habe ich einen besonderen Tipp für euch. Ich mache das immer in der Mikrowelle. Das geht besonders einfach. Wir brauchen 50 Milliliter Wasser, 3 Esslöffel Zucker, 4. Rühren das Ganze gut durch und geben dann eine halbe Tasse Walnüsse dazu. Und nun kommen die Nüsse bei 800 Watt für 2 Minuten in die Mikrowelle. Es kann sein, dass 2 Minuten vielleicht nicht ausreichen und dass ihr etwas mehr Zucker braucht. Das müsst ihr einfach ausprobieren. Vorsicht, es ist super heiß. Nehmt besser einen Topflappen oder einen Handschuh.
Das sieht doch wirklich super aus. Die Walnüsse gebe ich jetzt auf ein Backblech, damit sie etwas abkühlen können. Achtet darauf, dass sie nicht zu eng aneinander liegen, weil sie sonst zusammenkleben. Die kandierten Walnüsse habe ich zur Seite gestellt und jetzt kümmere ich mich um den Granatapfel. Da habe ich wieder einen besonderen Trick für euch. Damit sich die Kerne schon etwas lösen können, rolle ich den Granatapfel auf einer glatten Oberfläche hin und her, dabei leichten Druck ausüben, sodass sich einige Kerne schon lösen können. Dann viertle ich den Granatapfel. Ich habe mir eine Schüssel mit Wasser vorbereitet und jetzt kann ich ein Viertel in die Schüssel geben und kann unter Wasser die Kerne gut auslösen, ohne dass es eine große Sauerei gibt. Das Gute an dem Trick mit dem Wasser ist, dass die Kerne zu Boden sinken und die Haut an der Oberfläche schwimmt. Die können wir dann gut mit einem T-Sieb abschöpfen und dann haben wir nur noch die Kerne in der Schale. Die Granatapfelkerne habe ich in einem Sieb abgegossen. Die können wir jetzt zur Seite stellen. Und jetzt habe ich noch etwas ganz Besonderes für euch. Ich habe Käsetaler hergestellt aus dem Trester von der Mandelmilchherstellung. Wenn ihr genau wissen wollt, wie das geht, dann schaut euch mein Video an, die vegane Käserei. Den Link findet ihr in meiner Infobox. Den Käse, den habe ich als Rolle eingefroren und kurz auftauen lassen. Den schneiden wir jetzt in kleine Scheiben oder Taler. Das Ganze habe ich schon mal vorbereitet. Und die Taler kommen jetzt für 15 Minuten bei 180 Grad in den Backofen. Die Käsetaler werde ich jetzt noch brühlieren. Das sieht nicht nur toll aus, sondern schmeckt auch super klasse. Das kennt ihr sicherlich von der Crème Brûlée aus Frankreich. Dafür gebe ich braunen Zucker auf die Käsetaler und den werde ich dann mit einem Brenner karamellisieren. Da gibt es noch einen kleinen Trick. Damit der Zucker nicht zu schwarz wird, habe ich vorher ein paar Tropfen Wasser auf den Zucker gegeben. Jetzt müssen wir nur noch das Dressing zubereiten und dann sind wir auch schon fast fertig. Dafür habe ich die klein gehackten Zwiebeln in meinen Shaker gegeben, gebe etwas Ahornsirup dazu. Ich mache das immer nach Gefühl. Die genauen Mengenangaben findet ihr in meiner Zutatenliste. Dann noch 2 Teelöffel oder 1 Esslöffel Dijon-Senf. Ungefähr 3 Esslöffel Sherry. Pfeffer. Und Salz. Und einen ordentlichen Schuss Olivenöl. Das Ganze schütteln wir jetzt gut durch. Und nachdem wir jetzt alle Zutaten zusammen haben, können wir auch schon mit dem Anrichten beginnen. Dafür gebe ich den Salat auf einen großen Teller, gebe Süßkartoffeln dazu und rote Beete. Etwas von dem Dressing. Jetzt noch die gerösteten Walnusskerne. Granatapfelkerne. Unsere brüllierten Mandeltaler. Und ein paar Blüten zur Dekoration. Man kann erstaunlich viele Blüten essen. Leider werden sie in der deutschen Küche viel zu wenig verwendet. Ich finde aber, Blüten auf dem Teller machen doch sofort gute Laune. Ob Blüten einer bestimmten Pflanze genießbar sind, ist ihnen leider nicht anzusehen. Um auf Nummer sicher zu gehen, solltet ihr euch vorab genau informieren. Wenn ihr unsicher seid, besser stehen lassen. Bei selbstgesuchten Pilzen macht ihr das ja auch so. Essbar sind die Blüten von Bärlauch, Gänseblümchen, Holunder, Kapuzinerkresse, Kornblume, Lavendel, Löwenzahn,
Ringelblume, Rose, Rucola, Knoblauch, Veilchen, Zucchini und Stiefmütterchen. Folgende Blüten sind nicht essbar oder manche sind sogar giftig. Tollkirsche, Akelei, Eisenhut, Engelstrompete, Maiglöckchen, Schierling und Tomate. Sieht das nicht lecker aus? Voilà, bon appétit!